diesem Video geht es darum, dir zu zeigen, wie dir Tag und Nacht ein Schamane Hilfe geben kann. Dabei muss der Schamane gar nicht unbedingt aus Fleisch und Blut sein, sondern er kann auch aus Zellstoff sein. Der hat so wie der menschliche Schamane Feuer, Wasser, Erde, Luft dazu Klang und Stimme verwendet. So benutzt auch der pflanzliche Schamane, sprich die Pflanze, Feuer, Sonne, Wasser, Erde und Luft, wenn du sie korrekt darum bittest. Genau das hat Weißer Jesus gemeint, als er gesagt hat, macht euch die Erde unter. Er hat nicht gemeint, macht alles runter, macht alles kaputt. Er hat gemeint, wenn ihr korrekt darum bittet, ihr Menschen als Krönung der Schöpfung, möchte und wird euch alles geben. So jeder, der 100 weiß, wenn du in den Wald gehst und es greift dich Wildschwein an oder Bär oder was immer auch, stellt sich der Hund mutig vor dich und riskiert notfalls sein eigenes Leben, wenn er dir dienen will. Auch ein kleiner, nicht kampfstarker Hund wird sich dem Bär oder dem Wildschwein entgegenstellen, weil es ihm eine innere Verpflichtung ist, seinem Herrchen und Frauchen zu dienen. So ist es auch bei einer Pflanze. Dass wenn du etwas säst oder pflanzt oder vorkämpfst, dann möchte es dir dienen, aber du musst es korrekt darum bitten. Und nachdem die Pflanze ja jetzt nicht so sehr, schon auch, aber nicht so unmittelbar auf Stimme und Sound reagiert, muss es anders bitten. Das heißt, wenn du aus deinem Samen eine Pflanze vorkämpfst, du tust es idealerweise passend zur Pflanze in Koloiden vorkeimen. Wenn du eine rote Beete oder Kohlrabi oder so ähnliches pflanzt und tust es in kollidialem Eisen oder Germanium vorkeimen, nimmt es die Koloide auf, hat wesentlich mehr davon und kann die mehr abgeben, die mehr gibt. Das ist auch genau dasselbe, wie Gott arbeitet. Gott hat es so gemacht, dass der männliche Körper mehr und leichter Eisen, Gold und Zink aufnehmen kann als der weibliche. Und er hat es so gemacht, dass der männliche Körper Eisen, Gold und Zink an den weiblichen Körper abgibt. Und zwar idealerweise, so Gottes Plan, zum Nutzen des neu entstehenden Lebens. Drum ist all das, was übrig an Überschuss, wenn man entsteht, an Eisen, Gold und Zink, Sparmarkt, weil da empfängt es die Frau und kann es aufnehmen und verwerten für das neu entstehende Leben. Anders gesprochen, ist das quasi das kollidiale Starterset von Gott für neues Leben. Und so machst du es auch mit deiner Pflanze. Du keimst sie in Koloiden vor, dein Brokkoli oder dein Brot in Magnesium, deine rote Beete oder dein Kohlrabi, Eisen und so weiter, so suchst du halt raus, welche Pflanze was besonders gut hat, keimst es gut. Wenn dann die Pflanze vorgekeimt ist, vor dass du vorkeimst, nimmst du den Pflanzensamen in den Mund, legst ihn in dein Speichelbad, weil dann kann die Pflanze der Samen aufnehmen, was du viel hast, was du wenig hast und kann entsprechend für dich wirken. Das heißt, durch das Nehmen eines Kürbiskernes zu Gurkenkerne in deinen Mund, 2 Minuten Mund lassen, dann vorkämmen, dann pflanzen, weiß diese Pflanze, was sie mehr aus Feuer, Wasser, Erde, Luft für dich gewinnen soll und wird deine persönliche Heilpflanze. Im Klartext, du brauchst keinen Noni-Saft aus Peru, wenn du das so machst, ist deine normale Gurke, deine normale Karotte, deine normale Kürbis, deine normale, wie auch immer, was immer du pflanzt, Tomate, ist eine Heilpflanze für dich und wirkt idealerweise für dich. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich es jahrelang praktiziert habe und ich hatte extra Beete und Pflanzen extra vorgekämmt von meiner Tochter für meine Tochter. Und wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr ja, dass Kinder das universellste, das präziseste, das akkurateste Messinstrument für Energien sind. Also ich habe das Experiment gemacht und habe aus meinem Gemüse heraus Gemüse
Gemüse genommen und habe es meiner Tochter in die Schale gelegt und die Tochter hat direkt die Tomaten, die Gurken, die aus meinem Beet sind, rausgeschmeckt. Obwohl die aus derselben Tüte Pflanzensamen waren, haben die anders geschmeckt, weil sie andere Inhaltsstoffe generiert haben. Kurzum, dass jede Pflanze möchte die dienen und wird die dienen, wenn es sie vorbeigeht. Ja, ich möchte noch eine Geschichte dazu erzählen. Mein Opa ist ja 43 in Gefangenschaft geraten und 55 heimgekommen. Spricht aber 12 Jahre in Sibirien im Wald. Im Wald deshalb, weil die Kriegsgefangenen hatten eine Baracke im Wald. Da war es wichtig, dass die viel, lange und hart arbeiten und nicht noch ewig an- und abwasch haben, dass sie wirklich 12 Stunden am Tag arbeiten können. Und wenn du so 12 Jahre im Wald lebst, wirst du natürlich unglaubliche Pflanzen, Kräuter, Tier und Heilkräuter. Ja, als er dann 1955 zurückgekommen ist, hat er ein paar Angewohnheiten, die mögen auf den ersten Blick eklig erscheinen, sind aber auf den zweiten Blick total logisch. Er hat den großen Garten betrieben, hatte sich alles Wesentliche, Gurken, Karotten, Kartoffeln, Tomaten und so weiter, Johannisbeeren, Himbeeren und so weiter selbst angebaut und er ging jeden Tag in seinen Garten raus, hat in seinen Komposthaufen reingegeben. Nicht weil er sauer, sondern wie er gesagt hat, hat er recht, es gibt keinen Ort auf Erden, wo Millionen von Helfern für ihn wirken, zusammenwirken für ihn. Das heißt, alle Käfer, Würmer, Bakterien, Mikroben und andere Lebewesen, die so in einem Komposthaufen wirken und Pflanzen zersetzen zu seinem Wohle, müssen doch wissen, was er hat, was er braucht und so weiter. So wie du beim Arzt auch ab und zu eine Urinprobe abgibst, hat mein Großvater täglich eine Urinprobe in seinen Komposthaufen abgegeben. Und der Kompost war natürlich das ideale Nährmittel für seine Pflanzen, sodass seine Pflanzen das gekriegt haben, was sie brauchen für ihn. Darüber hinaus, ein Mann spielt ja auch ein Instrument und singt für dich, oder singt Mantren für dich. So solltest du auch jeden Tag oder wenn es kalt ist oder gar nicht welches, zwei, drei Mal pro Woche in deine Blumen- oder Gemüsebeete gehen, für deine Pflanzen klingen und singen. Je nachdem, was du für ein Musikinstrument spielst, Gitarre, Geige, Mundharmonika, Trommel, Didgeridoo, spiel das einfach für deine Pflanzen. Und wenn du gar kein Musikinstrument spielst, dann singe für sie. Auch deine Stimme ist ein Musikinstrument. Damit weiß die Pflanze deine Schwingung zu interpretieren und kann deine Schwingungskonform für dich wirken. Du erinnerst dich in der Schule, Physik, Periodensystem der Elemente. Alles stimmt. Jedes Element hat einen Atomkern, der 99,99% der Masse hat und 0,1% des Volumens. Und jedes Element hat eine Atomhülle, die 0,1% Gewicht hat, Masse, und 99,99% von Volumen. Zwischen Atomkern und Atomhülle ist nichts. Schwingung, Energie. Also ganz korrekt physikalisch betrachtet ist auch ein Eisenglas nicht feste Materie, sondern Schwingung. Und zwar Schwingung zwischen Kern und Hülle. Ja. Und weil alles Schwingung ist, kannst du alles mit Schwingung erreichen. Deshalb sollst du deine Gemüsepflanzen beklingen und besingen. Und du sollst sie dann, wenn es so ist, sie die Ante nicht einfach achtlos abschneiden, sondern du sollst hingehen, dich bedanken, eine Woche vor der Ante, die Pflanze streichen, jede Pflanze mal anfassen, streichen, danken, vielleicht auch noch räuchern, extra ein Dankeslied singen und sagen, in einer Woche ist soweit, da ist eure Aufgabe erfüllt, da hole ich euch und der Duft der Bestandteil von mir waren. Und ob ihr es glaubt oder nicht, eine Pflanze liebt es genauso wie ein Tier, euch zu dienen, in euch aufzugehen und euch zu erhöhen. Ja, also wenn ihr das tut, habt ihr täglich ein Schamane, also ein jemand, der Feuer, Wasser, eine Luft, Klang verwendet, für euch dient und arbeitet und
Eure Gesundheit steht nichts mehr im Wege, weil alles kann mit Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und Klang erreicht werden. Das heißt, ich erzähle noch ein Beispiel. Einer meiner Brüder, auch noch über unter 60, hat fortgeschrittene Arthrose im Knie. Also Kniescheibe dünn und abgewetzt. Ja. Jetzt tut er quasi die Pflanzen, insbesondere Brennnesseln, die er quasi am Gartenrand wechseln, mit Handschuhen streicheln, die Klingen und so weiter, weil Brennnesseln hat meistens Silizium und die kaputte Kniescheibe braucht Silizium und tut die Brennnesseln quasi pürieren und macht einen Brennnesselspinat. Und ob du es glaubst oder nicht, Arzt bestätigt, nach 8 Wochen diesem Ritual hat sich der Knorpel in der Kniescheibe regeneriert, ist teilweise nachgewachsen, ist kräftiger und dicker geworden. Kurzum, wenn er das noch eine gewisse Zeit durchzieht, ist das, was dir der Arzt erzählt, ja, Knie, Arthrose, das ist niemals wieder los, brauchst du künstliches Kniegelenk, das ist Humbug. Die Natur kann alles regenerieren, wenn du es nur richtig machst. Also meine Bitte an dich, mach möglichst viel von deinem Gemüse selbst. Wenn du keinen Garten hast, kannst du auf dem Balkon in Geranienkübel Gemüse sichten. Und wenn du nur 30 oder 40% des Gemüses, Tomaten, Karotten aus deiner eigenen Anbau hast, dann sind diese 30 bis 40% natürlich deiner Gesundheit mehr förderlich, wie wenn es ein fremder Vertragsbauer in Griechenland oder Holland angebaut hat. Weiß doch die Pflanze gar nicht, was du brauchst, wie sie dir dienen soll. Ja. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund, werdet gesund und lacht nicht darüber. Tut's einfach, es gibt doch nichts zu verlieren. Singen ist eh gesund, warum sollst du nur unter der Dusche singen? Du kannst doch auch deine Gemüsebeete singen. Warum sollst du nur deinem Arzt ab und zu eine Urinprobe geben? Du kannst doch auch deinem Kompass und deinen Pflanzen eine Urinprobe geben, dass die wissen, wie es um deine Gesundheit bestellt ist und was sie für dich tun können. Ja, also tut das und eure Gesundheit erreicht ein ungeahntes Level. Ihr kommt zu ungeahnter Schmerzfreiheit, Stärke, Kondition und so weiter, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ihr braucht nicht für alles eine chemische Keule oder, neudeutsch gesprochen, ein schulmedizinisches Präparat, sondern, Zitat, der liebe Gott hat für alles ein Kraut, Kraut in kleinen Kräuter wachsen lassen. Alles dient dir für das richtige Verhältnis. Tu das mit der Macht des Guten, denn das bist du dir in deiner Gesundheit und dein Nachkommen. Schuldig, dich zu absoluter Gesundheit zu bringen. Ja, und das ist so einfach. Und wenn du das tust, jedes Stück Pflanze, was du isst, wird deine Heilpflanze, und das merkst du auch nach wenigen Tagen an deinem Stuhlgang, der riecht nicht mehr. Weil er auf natürlichen Komposthaufen riecht ja auch nur ganz sanft. Stinkt er nicht wie in Misthaufen, was ich hin. Und so ist es auch in deinem Stuhl. Das heißt, dein Stuhl hat nur einen ganz leichten Geruch, aber es stinkt nicht mehr penetrant. Es ist immer eine Disbalance im Verdauungstrakt. Also tut das, es gibt nichts zu verlieren, es gibt viel zu gewinnen. In diesem Sinne, danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke, dass ihr mir die Chance gibt, das mitzuteilen. Danke auch an Mutter Erde, die uns in diesem Sinne trägt und nährt. Danke auch an Vater Himmel, der uns in diesem Sinne schirmt und schützt. Danke an die Tier- und Pflanzenwelt, die uns in diesem Sinne unterstützt und dienen mag. Und danke an Meister Jesus, dass er uns so viele weise Worte und weise Erkenntnisse gebracht hat, die von allergrößtem Nutzen sind, wenn wir es denn nur verinnerlichen. Du brauchst nicht den ganzen Kirchenquatsch, um die Worte von Meister Jesus zu verinnerlichen. Das kannst du auch ohne Kirche, denn ich sag mal so, Jesus ist ein universeller Weisheitslehrer, der unter vielerlei Aspekten die Wahrheit gesprochen hat und seine Zeit voraus war.
Oder man könnte aus anderer Sichtweise auch sagen, nicht in seiner Zeit war, sondern vielleicht uraltes Heilwissen mitgebracht hat. In diesem Sinne tut's das, danke. Und ihr dürft mir gerne einen Gefallen tun, diesen Film teilen, diesen Film liken und ihr dürft mir gerne auch ein Abo da lassen, dass ihr mitkriegt, wenn ich was Neues mache. Ich mache täglich was für YouTube und ich mache nicht Mainstream, also lustige Tiere und blöde Grimassen und was weiß ich, blöde Social Media Ding, sondern ich mache was Nützliches, weil mein Herz verlangt, das zu tun. Aber mit dieser Art von YouTube-Arbeit ist es natürlich schwerer, Abonnenten und Follows und Likes aufzubauen. Deshalb ihr, wo ihr das schon anschaut, bitte drückt auf Abonnieren, bitte teilt es, es ist eine nützliche und gute Information. Ja, und es gibt euch doch auch die Chance, euch zurückzuholen zu altem Wissen und altem Nachdenken. In diesem Sinne, danke.